Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahrleib. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, heute ist es soweit. Der letzte Boss steht an. Wir stürzen uns in den Kampf gegen Jaglut. Ich bin sehr gespannt, aber auch ein bisschen nervös. Der wird mit Sicherheit nicht so ganz ohne sein, gehe ich davon aus. Und ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch vorbereiten, ganz kurz. Und zwar ist der letzte Boss ja Feuer, habt ihr schon gesagt. Deswegen brauchen wir hier die Feuerresistenztränke. Und wenn der letzte Boss Feuer ist, wäre natürlich absolut super, das habt ihr auch schon mal vor einigen Folgen angedeutet, wenn wir da mit Frostpfeilen drauf schießen. Und Frostpfeile haben wir nicht mehr so viele, beziehungsweise eigentlich gar keine mehr. Und was uns da hauptsächlich fehlt, ist Obsidian. Zum Glück haben wir hier gleich ein Schneegebiet vor der Nase, sodass wir jetzt ganz kurz einmal losgehen, vielleicht einmal ganz kurz nochmal frisch ausruhen und auch frühstücken. Und dann gehen wir los. Lass mal ein bisschen Obsidian holen. Ganz bisschen habe ich schon offscreen geholt. Federn haben wir soweit ja noch. Frostdrüsen haben wir zu Hause genug, dass wir uns noch einen schönen großen Haufen Frostpfeile einfach herstellen für den letzten Bosskampf. Dann werden wir noch ein bisschen hier Vorräte zusammenkochen. Gleich, dass die Taschen nochmal richtig voll sind. Packen unsere Frosttränke ein. Und dann geht's los. Ach, und unser Schild werden wir noch aufwerten. Genau, das Schild möchte ich noch aufwerten. Das kam auch schon mehrmals als Kommentar rein. Das Schild ist nur auf Stufe 2. Unser Schwarzeisenschild hier. Und deswegen kann ich die Goblins auch so schlecht, also die Kobolde so schlecht blocken, wenn die Sterne Kobolde. Aber hallo Loxi. Aber wenn das Schild dann noch auf Maximalstufe ist, dann kann ich auch die Sterne Kobolde wegblocken. Also so, jetzt können wir nur mit perfekten Block und dann würde es auch so gehen. So, das Schild auch noch aufwerten, aber ich glaube, dass wir gegen den Boss nicht so wirklich in den Nahkampf gehen. Möchte ich eigentlich ungern. Bis jetzt war eigentlich gegen jeden Boss am besten auf Distanz zu bleiben. Außer gegen den Dicken im Sumpf. Der gegen den Knochenwanst. Da konnte man auch mit einer stumpfen Waffe ganz gut was erreichen. So, ist das hier nicht schon Obsidian? Nee. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen was habe ich hier vorne schon geholt. Eigentlich ist ja immer findet man eigentlich immer direkt am Hang hier schon was. Aber ich schätze, hier vorne habe ich jetzt schon alles mitgenommen. Aber es reicht noch nicht. Oh, einmal wieder ins Schneebiom. Da, das könnte einer sein. Das auch. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das daneben auch noch einer. Oh, wir rutschen ab. Sehr gut. Da ist noch einer versteckt. Wenn wir nur ein bisschen Obsidian holen, so viel müsste es gar nicht sein. Um die 30 habe ich schon geholt. 30 Obsidian. Wenn wir jetzt nochmal so einfach einen kompletten Stack hier vielleicht zusammenkriegen. Wenn das jetzt hier gleich so gut weitergeht um die Ecke, wäre natürlich... Oh, ist da oben noch einer? Nee, das ist... Da oben ist noch welches. Sehr schön, ist klar, ein bisschen auf. Ah, im Schneebiom. Schneebiom haben wir auch noch nicht gebaut. Wir müssen irgendwo noch mal auch noch ein schönes Haus im Schneebiom bauen. So, erstmal Ausdauer tanken hier und rauf, rauf, rauf. Du bist keins, ne? Aber du da oben. Nee, doch auch nicht. Sauerei. Das hier könnte da wieder welches sein. Ja, und da unten auch noch eins. Und das da ist da auch noch eins. Läuft! Genauso habe ich mir das gedacht. Dass wir nicht so lange suchen müssen. Autsch! Weil wir das Schneebiom direkt vor der Nase haben, dass wir hier schön viel Obsidian zusammenbekommen. So, sind auch schon wieder 34, sind schon wieder 36. Ja, ne, wir gucken noch ein Stück, dann den 50er Stapel schaffen wir bestimmt voll. Dann kurz nach Hause springen. Also unser allererstes Langhaus, da die Frostdrüsen hergeholt. Und vielleicht auf dem Weg hier noch gleich, auf dem Rückweg gleich noch ein, zwei Bäume gefällt. Dass wir noch ein bisschen Holz haben, weil Holz brauchen wir auch für die Pfeile. Hm, hier sieht es nicht mehr so obsidianhaltig aus. Aber gut, dass wir auch noch in keinen Drachen und keinen Golem gestolpert sind. Mal sehen, kaum es jetzt anspreche, geht es gleich los. Oh, hier, sehr schön. Irgendwo suchen wir uns auch nochmal eine... Oh, das sieht gut aus hier. Guck mal, die ganze Reihe. Irgendwo suchen wir uns auch nochmal ein schönes Plätzchen im Schneebiom. Aber ich glaube nicht gleich hier. Irgendwo anders. Oh, das wird noch mehr als ein Stack hier. Das ist ja richtig gut hier gerade, die Ecke. Oh, super Obsidian-Ecke gefunden. Sehr schön, Leute. Dann können wir jetzt schon zurück. Das hat gut geklappt. Den nehmen wir auch noch mit hier. So. Alles klar. Ja, super. Plus, dass wir zu Hause noch haben.
Gewichtstechnisch sind wir super unterwegs. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Oh, oh. Ich meine, das hat sich angehört, als wenn sich gerade ein Golem ausgebuddelt hat. Oh, es hat sich gerade ein Golem ausgebuddelt. Wir sind weg. Wir sind mal eben weg. Obwohl, ich glaube, der prügelt sich mit dem Drachen, ne? Oh ja, die beschäftigen sich schon alleine. Sehr schön. Super Sache. Die wissen schon, wie sie ihre Zeit totschlagen. Oder sich gegenseitig. Ist das nochmal Obsidian? Nee, das hatten wir eben schon geguckt. Okay, ja. Wir sind ja eh gerade auf dem Weg nach unten. Dann sind wir auf dem Weg nach unten. Das passt auch jetzt. Okay, ab nach Hause. Frostdrüsen holen. Also ab ins Langhaus, Frostdrüsen holen, Holz noch ein bisschen auf dem Weg hier, noch ein, zwei Tannen mitnehmen. Dann sollte das ausreichend sein. Dann haben wir uns einen Riesenhaufen Frostpfeile, packen uns alles an Heiltränken ein, packen uns unsere Vorräte ein, packen uns unsere Feuerresistenztränke ein und packen die 5 Totems ein. Und dann brauchen wir nur ein ganz kleines Stück laufen. Jagen uns ja direkt hier vorne vor unserer Haustür. Hier kommen die mal noch einen richtigen Baum mit hier. Ah, zack. Autsch. Wir sehen uns im Tal. Oh, oh. Wir können jetzt zielstrebig auf das Lockstone zuholen. Ja, macht er auch. Okay, macht er die Bäume platt? Nee. Okay. Machen wir die Bäume platt. Na, Loxi, bleib mal schön auf Abstand. Wir wollen dich jetzt gar nichts. Gar nichts Böses. Guck mal, wie schön unsere Basis auch wieder jetzt doch aussieht. Das fällt einem erst auf, wenn man auf die Distanz so drauf zuläuft. Ich glaube, das ist mit das Schönste von all dem, was wir gebaut haben. Ne? Mit den beiden Gebäuden drin und dieser. Und auch das ist mit das Schönste von dem, was wir gemacht haben. Wobei unser Koboldlager ja noch lange nicht fertig ist. Und unser Langhaus ist natürlich auch schön mit dem Wassergraben rundherum, das was so richtig schön abgelegen ist, wo wir quasi unsere eigene Insel gemacht haben. Aber das hier sieht auch so richtig schön aus, richtig einladend. Wenn man gleich nach Hause ins Haus. So, okay, machen wir auch. Dödüm, dödüm, dödüm. Wir müssen immer noch die Banner nur an die Seite. Das ist die einzige, die noch keine Banner hat. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier rein. Ich glaube, wir müssen hier hin. Hier habe ich das Obsidian irgendwo reingeschmissen. Da passt jetzt schon gar nichts mehr. Okay, da kommt ein bisschen was hier oben rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Harz, ein bisschen Holz. Erstmal kurz alles wegsortieren hier. Das und dann springen wir kurz nach Hause. Vom Zuhause nach Zuhause. Bin nervös. Ich habe irgendwie das Gefühl, der. Hier seht ihr, wir haben wirklich. Irgendwo habe ich auch noch eine ganze Kiste, wo ungefähr genauso viele an anderen Zapfen hier noch drin sind. Da habe ich irgendwo ganz groß das alles aufgehoben. Wenn wir uns mal einen riesigen Wald anlegen wollen. Wo waren denn jetzt die. Die waren hier, genau. Frostige Drüsen. Wir nehmen einfach alle mit. Ja, wir nehmen alle mit. Haben wir noch ein bisschen Holz hier? Ja, auch nicht mehr viel. Nehmen wir ein, so ein Stack nehmen wir auch noch mit. Federn hatten wir alles schon rübergebracht, ne? Ja, aber wir die drüben brauchen. Sonst brauchen wir von hier nichts. Nee, das ist alles. Okay. Oh, ich bin gespannt, Leute. Die Totems haben wir auch hier. Wir haben alles hier. Ja, wir haben alles hier. Okay. Holz da rein. Achso, hier für Spezialsachen. Die Kiste war schon voll, ne? Na gut, kommt es kurz hier oben mit rein. Die werden jetzt eh gleich alle verbaut. Okay, rüber. Das kann schon mal wieder wechseln. Oh, ich bin nervös. Mach mir Sorgen, dass es eine böse Packung gibt für uns. Wir wollen das.
Das, das, das. Aha. So. Okay, nochmal einmal. Oh, habe ich. Ja, wir haben alles. Einmal nochmal von jedem hier so ein Vorrat. So, das. Gerste geht uns gleich noch wieder aus dann. Sieht aber gut aus. So. Okay. Das passt aber trotzdem, auch wenn die Gerste jetzt wieder knapp ist, aber unser Vorrat, das passt so. Für den Kampf auf jeden Fall genug. Okay. Tränke haben wir hier drüben. Ja, ruhig hier, ne? Obwohl, sagen wir mal, 10 und 10 sollten eigentlich, das wird schon, ne? Muss schon reichen. Packen wir uns auch hier oben auf die Schnellwahl. Okay. Das haben wir. Ausrüstung reparieren. Nadelpfeile haben wir ja auch 80 dabei. Trotzdem. Jetzt Frostpfeile. Frostpfeile sind Federn. Sind hier frostige Drüsen. Und ist unser Obsidian. Gib mal ruhig so einen vollen Stapel mit hier. Ah, Welt gespeichert. Falsche Werkbank. Hier wollen wir hin. Ach, Holz. Extra noch geholt und dann vergesse ich's. So, Holz noch. Das alles repariert. Alles repariert. So, da ist ja der Frostpfeil. Ich weiß nicht, wie viel wir... Wir haben aber schon, ne, ein paar Mal schon verschätzt bei Drachenkönigin auch gesagt, 150 Pfeile wird die nicht brauchen. Dann haben wir die letzten drei Pfeile, was haben wir es gerade geschafft. Deswegen, da nehmen wir lieber ein paar mehr mit. Gucken, dass die Federn, aber ja, Federn sind gar nicht so schwer zu bekommen. Die sitzen dann dauernd vor der Haustür hier bei uns. Ich weiß nicht, wollen wir 200 mitnehmen? Das ist aber schon gut, ne? 200 Frostpfeile. Wir haben ja auch noch Nadelpfeile, die werden dem auch wehtun. Und wir haben ja auch noch Nahkampfwaffen. So ist ja nicht. Irgendwie kann man ja zu ganz schlimmsten Fall, ne? Okay, das ist zurück. Frostige Drüsen können hier auch wieder mit rein. Erstmal so. Federn. Obwohl, vielleicht packen wir die Drüsen dort mit rein. Ist ja immerhin von dem Drachen, die alles von den Tierchen. Gehört auch dazu. So, und Rohobsidian hier rein. Frostpfeile. Gleich auswählen. So, wir haben das Essen dabei, wir haben die Tränke dabei, wir haben die Pfeile dabei. Wir müssen das Schild noch reparieren. Da brauchen wir... Ach, haben wir nicht. Brauchen wir 8 Schwarzeisen. Ja, wir müssen uns aber eh noch einmal hinlegen. Das passt dann. Super, kann das noch durchschmelzen. Dann haben wir 8 Schwarzeisen... Irgendwie Edelholz brauchten wir. 30. Das reicht ja gerade so. Und Ketten. Naja, Ketten haben wir noch 15. Das sollte hinkommen. Dann wärmt man unser Schild auf. Und dann sind wir soweit. Ich glaube, wir können uns auch gleich schon wieder hinlegen jetzt hier. Ja, mal gucken. Ich glaube, wir können uns gleich hinlegen. Dann passt das. Dann kann das hier durchlaufen. Gleich nochmal auffüllen. Haben wir auch noch ein bisschen Kohle zum Auffüllen. Haben wir. So, okay, legen wir uns hier oben ins Bett. Wenn es denn geht. Wenn es schon spät genug ist. Ja. Super. Dann ist das auch vorbereitet. Und dann heißt es auf. Ach ja, die Totems noch einpacken. Und dann gehen wir rüber. Oh, ja, gut. Aber wir sind voll aufgerüstet. Wir haben alles, alles auf maximaler Stufe. Unsere komplette Rüstung. Das Schild dann. Dann alle Waffen. Den Bogen auf jeden Fall. Also. Ja, eigentlich besser ausgerüstet können wir ja nicht sein, ne? Das muss ja irgendwie dann reichen. So. Edelholz.
Achso, wir müssen eigentlich noch. Ah, es reicht nicht. Es reicht nur auf Stufe 3 jetzt erstmal das Schild aufzuwerten, nicht auf Stufe 4. Upgrade. Hier ist er, Schwarzmetallschild. Aufwerten. So, und jetzt könnten wir ihn noch einmal. Oh, nee. Doch, nee, doch können wir noch einmal. Natürlich, nee. Max-Qualität steht da jetzt. Okay, der ist fertig. Ich dachte, der geht auch bis auf Stufe 4. Manche Sachen gehen nur bis Stufe. Ach, guck mal, unser Helm ist doch nicht auf Maximum. Aber Eisen haben wir nicht mehr. Dann haben wir noch 15 Eisenbarren. Haben wir. Warum ist denn der noch nicht aufgewertet? Ah, aufwerten. Dann haben wir aber wirklich alles aufgewertet und auf Maximum. So, das hier rein. Ketten zurück. Okay, 15 Eisenbarren haben wir doch hier noch. Dann wird das auch noch aufgewertet. Upgrade für den gepolsterten Helm auf Maximum. So, Leute. Also, jetzt, wenn wir jetzt nicht gut ausgerüstet sind, dann weiß ich auch nicht. So, hier hat man wirklich alles mitgenommen. Das passt alles so. Einmal frisch den Ausgeruht-Bonus holen. Am besten jetzt nochmal hungrig werden. Hier wäre super. Noch einmal frisch essen. Das werden wir wahrscheinlich auf dem Weg noch bis zu Jagdgut. Totems einpacken, dann können wir losgehen, ne? Dann haben wir nichts vergessen. Ne, Essen ist dabei. Tränke sind da oben auf der Schnellwahl. 200 Frostpfeile. Ausrüstung aufgewertet. Ne, wir können los. Okay, auf geht's. Die Totems hatte ich wo? Ah, ich glaube hier. Ja. Da hat man die hingeräumt. Moment, wir brauchen nur 5. 5 Stück reichen, habt ihr gesagt, ne? Jetzt nein. Sie brauchen 10 Totems. Ah, das, nein. Das wird schon richtig sein. Okay. Das. Erstmal für den Weg auf jeden Fall das Schild. Für die Eulen Todeskitos, die uns unterwegs mit Sicherheit gleich begegnen. So, da müssen wir hin, Leute. Das kleine Stück darüber. Best gleich in der Hand halten. Hier Schild und Schwert. Und auf geht's. Dö, 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 dö. Ich bin gespannt. Unser letzter Kampf war der Knochen. Ne, der letzte Kampf war die Drachenmutter. Davor war der Knochen. War der letzte Kampf jetzt, da war die Drachenmutter. Das ging eigentlich. Der Knochenwanz war bis jetzt eigentlich der hartnäckigste. Aber da waren wir auch am schlechtesten ausgerüstet. Da hatte ich es zu eilig, zum Knochenwanz zu kommen. Da war die Vorbereitung nicht gut. Oh, Loxi. Nee, was machst du? Oh, was, warum? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. 2 Sterne-Kobolde und die hauen mich gleich um hier. Laufen! Trinken, laufen. Oh. Das war nix. Ah. Hier, froste dich ein. Werd mal ein bisschen langsamer. Müsst mal ein bisschen runterkühlen. Ihr seid so aggressiv. So. Oh Mann. Schon auf dem Weg zu Jagdlut von 2 Kobolden erschlagen hier. Lass ich gleich mal gucken. Eigentlich hätte ich. Ich wollte es aber. Ich habe mich auch nicht getraut jetzt. Zu blocken. Irgendwie. So, können wir jetzt mal bitte hier hungrig werden? Ich möchte gerne die 200 Lebensenergie haben. Bevor wir den rufen. Letzten Meter. Aber wir müssen hungrig werden. Wir müssen jetzt einmal noch was essen, damit die Lebensenergie komplett voll ist. Eigentlich müsste das gleich anfangen jetzt zu blinken, jetzt, dass wir Hunger haben. Da ist der letzte Tempel. Der letzte Altar. Oh. Wert!
hungrig. Au, oh, nein, du Müsse! Kann ich wahr sein? Ich hatte mich gerade hingesetzt. Du Scheißvieh. Komm jetzt hierher und hol dir dein Schwerthieb ab. So. Kannst du doch um Jahre handeln, bis wir hungrig werden. Nicht gut. Na, die Sonne geht gerade erst auf. Wir haben Zeit, bis es dunkel wird. Aber so geht das nicht. So haben wir weder die volle Ausdauer noch die volle Lebensenergie. Wann habe ich denn zuletzt was gegessen? Abends oder nicht? Haben wir doch erst was gegessen. Dann haben wir doch jetzt geschlafen und dann normalerweise relativ schnell zum, wenn der Tag, neue Tag startet, muss man eigentlich wieder was essen. Genau jetzt, wo wir jetzt im Bosskampf wollen, überhaupt nicht. Das ist unser leergelootetes Koboldlager. Das kleine, was wir mal ganz am Anfang gefunden haben, ja. Oder eins der ersten. Laufen wir einmal außen rum in der Zwischenzeit nochmal. Guck nach, dass wir hier vielleicht bei dir irgendwelche Todeskitos unterwegs sind, dass die schon mal weg sind. Dass die sich nicht auch noch in den Kampf einmischen. Oder hier Kobolde, genau. Die wollen wir hier auch nicht in der Nähe. Genau euch alle. Wollen wir hier nicht in der Nähe haben. Kamen sie auch schon gleich angestürmt, gleich zwei Stück, zwei Todeskitos und zwei Kobolde. Das ist eigentlich eine gute Sache, einmal hier vorher kurz rumlaufen. Weil so schnell spawnt hier ja nichts neu. Ah, wir werden hungrig. Sehr schön. So, noch einmal hier die Ecke. Da sind wir auch wirklich einmal rum. So, essen. Essen, essen, essen. So sieht das gut aus. Das ist jetzt vernünftiger Ausdauerbalken da unten. Und das auch vernünftiger Lebensenergie. Vorrat. Okay, Leute, geh mal ran. Nehmen wir uns unseren Bogen. Frostpfeile sind geladen. Wir trinken natürlich jetzt schon mal einen Feuerresistenztrank, ne? Der hält ja dann 10 Minuten, genau. Okay. Oh oh. Wir machen erstmal hier ein Foto. Wie wir den Jahrglut rufen. So, erstmal so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Ich sehe auch nichts. Ich schätze, wir haben jetzt keine Zeit mehr, noch eins zu machen, wo alle 5 da stehen. Doch! Oh, wir müssen ja jetzt noch erst irgendwas machen. Oh, okay, alles klar. Müssen wir noch ein Foto machen, wie alle 5 da jetzt stehen. So. Hintergrund ist nicht so schön, aber das geht schon irgendwie. Wo die denn? Naja. Okay, Leute. Es ist soweit. Müsst Gegenstand anbieten. Mystischer Altar. Du bringst das Opfer da. Hoffentlich werden wir nicht gleich zum Opfer. Da hinten kommt er. Da hinten taucht er auf. Da sammelt sich das. Huch. Das war aber ein kleines. Ich hatte jetzt was Riesiges erwartet. Okay. Okay. Der ist ja. Okay. Der Sound war ja gerade richtig fies. Tun uns die Kugelchen irgendwas? Er ist aber echt langsam. Wow. Okay. Nicht schlecht. Ja, Gluti. Aber. Musik ist auch. Oh, oh. Au! Ich möchte wetten, das ist richtig. Wenn er einen damit erwischt, er macht noch irgendwas. Ich sage, hebt den Arm zum Winken hoch. Oh, es regnet. Okay, 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 okay.
Aber so viel Schaden machen unsere Frostpfeile nicht, ne? Ja, doch, 40. Oh. Auch mal 50. Aber es wird keine... Eigentlich steht da, wenn das so dunkelgrau ist, heißt das nicht, dass das so resistent ist. Oh, oh. Aber dem kann man gut weglaufen, ne? Weil er da so rum... Der ist langsam auf jeden Fall, weil er da so rumkriecht. Und man kann ihn auch an diesen Steinen hier... Da weiß er gar nicht, wo er rum soll jetzt. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Ja, Glut. Wir sind doch hier. Wir werden auf jeden Fall auch mal... Oh. Laufen. Auf jeden Fall werden wir auch mal laufen. Weil so viel Schaden machen wir nicht. Guck mal. Ne? Oh, es regnet gleich wieder. Da kann man sich aber auch ein bisschen unter diesen Dingern hier verstecken. Ich glaube, das haut nicht so rein. Der wirkt auch gar nicht so feurig irgendwie. Oh. Oh, aber das, was er regnen lässt, das ist ordentlich feurig. Trotzdem, vom Schaden her, wir gucken gleich mal, was... Wir sind immer so bei maximal um die 50. Oder hat er noch irgendwo eine Schwachstelle? Bäuerchen. Oh, oh. Ja, und dann kriegt er seinen Sodbrennstrahl. Ah. Okay, ja, Glut. Aber das geht, das geht. Das ist aber super atmosphärisch hier mit den ganzen, was auch immer es sein soll. Komischen Glühkugeln, die hier rumfliegen. Da ist der ganze Pfeiler eingestürzt, wenn wir so weiter um den Pfeiler hier rumlocken. Ah, ich finde, wir machen zu wenig Schaden. Wir müssen gleich mal gucken. Ich glaube, im Nahkampf sollten wir es aber nicht riskieren, an den ranzugehen. Aber wir gucken mal, was unsere Nadelpfeile im Vergleich können. Nee, viel weniger, ne? Ich glaube, es war jetzt gerade mal 19. Konnte man schlecht lesen. 20, ja. 17. Da war mal einer mit 30 dabei. Nee, da hauen die Frostpfeile mehr rein. Aber auch nicht wirklich viel. Wenn man sieht, dass wir schon 75 Stück verschossen haben für das Fitzelchen an Lebensenergie, was dem fehlt. Ist das nicht wirklich gut? Ah, wir machen mal weiter. Das wird ein Momentchen dauern, den zu besiegen. Au, 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 au. Hat überraschend wenig Schaden gemacht. Er hat bestimmt auch einen Nahkampfangriff, ne? Irgendwas, was er macht. Ja, und er ist ein Knochenmann. Eigentlich sollten wir da das Stachelschwein benutzen, ne? Stumpfe Waffe auf den Knochenmann. Komm mal her, wechsel dich mal rüber auf die 1. Okay, okay, komm mal her. Ja, gut, wir versuchen mal, uns von der Rückseite an ihn ranzuschleichen. Klappt nicht so wirklich. Was machst du? Okay, er macht irgendeinen Flächenschaden. Sollte man wahrscheinlich nicht reinlaufen jetzt in seinen Nebel da, ne? Oh, oh. Okay, das brennt nur ein bisschen. Oh. Dank unseres Feuerresistenztranks kann es das aber egal sein, ne? Ob das ein bisschen brennt. Und damit haben wir richtig Schaden gemacht. Über 90. Ja, Glut. Wir werden das mit dem Stachelschwein erledigen. Ja, Bäuerchen.
Nee. Autsch. Wohl eigentlich egal, ne? Drauf. Was macht er jetzt? Oh, er lässt seine... Die machen uns ein bisschen Schaden. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten... Aber jetzt war es doch eben auch wieder nur um die 30. Schaden. Das war aber dasselbe ungefähr an Schaden wie mit den Frostpfeilen. Da war man ein bisschen höher. Abstand. Okay, harter Kampf. Aber gut, gut auszuhalten. Solange ich immer rechtzeitig einen Frosttrank trinke. Kann ich jetzt schon noch einen, einen Feuertrank trinke? Kann ich noch einen trinken, jetzt schon? Nee, muss man genau immer auf die Minute trinken. Oh, vielleicht nicht genau drunter stehen, wo er draufhaut. Obwohl selbst das... Okay, 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 okay. Okay, okay, ouch, 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 ouch. Hat etwas wehgetan. Ich glaube, wird Zeit für einen etwas erfrischenden Heiltrank. Und vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf der Distanz. Aber muss wieder auf Frostpfeile wechseln. Okay, Leute, das ist aber, das geht, das geht. Ach, Frostpfeile sind noch drauf, alles klar. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er doch auf einmal ziemlich schnell unterwegs. World safe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Feuerresistenz ist gleich aufgebraucht und wir brennen gerade voll. Kurz mal ein bisschen Abstand nehmen. Komm schon, 12, 11. Oh, und wieder angezündet. Autsch, 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 autsch. Trinken. Getrunken. Okay. Oh Mann, das wird ein deutlich längerer Kampf. Als ich dachte. Ich dachte mit den Frostpfeilen. Vor allem jetzt machen wir auch wieder nur noch 18, 20 Schaden hier. Alles Resistenzen. Ja, es ging alles resistent. Aber die Frostpfeile interessieren ihn nicht besonders. Ah, ich bin nicht bei den Frost. Doch, nee. Aber war ich wieder, war ich noch. Oh. Autsch. Okay, 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 okay. Ja, Gluti. Zerstören hier den ganzen Platz hier. Autsch! Den habe ich nicht mehr gesehen. Autsch! Den letzten. Au, 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 au. Jetzt hat es doch ein bisschen wehgetan. Quatsch. Heiltrank trinken. Okay, Leute. Das ist nicht wirklich super schwer, aber es ist langwierig. Das kann man mal so sagen. Ah, so geht's doch mal gut hier. Ein bisschen Schaden drauf. Wenn er wegkrabbelt. Das war jetzt eine gute Serie, weil er so lange da nichts gemacht hat. Kommt man wirklich mal Feuer drauflegen. Okay, okay, okay. Zwei Drittel von seiner Lebensenergie sind weg, würde ich sagen. Bisschen mehr sogar.
Ah, kommt immer noch einer angeschossen. Ich denke, das war's. Und dann ist immer noch einer da. Oh. Okay, Leute, okay. Lässt uns gerade wieder keine Zeit zum richtigen Angreifen hier. Mann, die Haltbarkeit von unserem Bogen sieht auch nicht mehr so gut aus. Aber seine Haltbarkeit sieht auch nicht mehr so gut aus. Oh, jetzt kommt er ein bisschen nah rangekrabbelt. Ja, hau ruhig noch ein paar Bäume um, nehme auch gleich noch ein bisschen Holz mit. Boah, die Tasche ist bestimmt sicher schon überbeladen mit Steinen. Oh, und... Okay, die... letzten Meter. Oh Mann, Leute, das hat richtig lange. Das hat die Folgenlänge jetzt auch ein bisschen schon fast gleich überstrapaziert. Hoffentlich klappt das mit dem Upload dann noch pünktlich. Vor allem, wenn eine Folge deutlich länger wird und der Upload sich dann verschiebt, verschiebt sich natürlich der Upload aller anderen Let's Plays auch. Ja, Glut! Warum bist du so hartnäckig? Ah, er macht wieder Meteoritenregen. Und Sodbrennen. So, ja, Glut. Das war's jetzt aber gleich für dich. Schön so. Komm, angekrabbelt. Oh, wir haben keine Frostpfeile mehr. Warum machen wir keinen Schaden? Autsch, 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 autsch. Okay, jetzt würde ich eigentlich ungern im Nahkampf rangehen. Bis wir wieder hungrig sind eigentlich, aber... Ah! Und auf jeden Fall raus aus den... aus dem Meteoritenregen. So gut es geht. Okay, Leute, letzter oder vorletzter Angriff. Letzter Angriff. Oh, da ist er. Oh, große Explosion. Ah, aber die Lichter sind schön. Was kriegen wir hier? Das ein Jagluts-Thing. Und seinen riesigen Kopf. Jagluts Riesentrophäe. Und natürlich Steine ohne Ende. Oh Mann, hartnäckig, hartnäckig, schwieriger Kampf, aber so vom Wasser an Schaden gemacht hat, das ging. Nur was wir an Schaden gemacht haben, war jetzt auch nicht so viel. Aber okay, alles klar, ihr Lieben. Und da müssen wir jetzt auch wirklich zum Ende dieser Folge hier jetzt gleich kommen. Ja, Jaglut ist besiegt, der vorerst letzte Boss, wir haben ihn geschafft. Jetzt müssen wir noch zwei Trophäen aufhängen und dann können wir gucken, dass wir uns unseren Bauprojekten noch ein bisschen widmen, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Bosskampf-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Kommentar darüber freuen. Wenn ihr zuruf gerne mehr Let's Plays und mehr Prisen wollt, lasst ein Abo da, würde ich mich ziemlich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.